Hallihallo Leute und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir sind hier bei Miphas Statue und wollen uns gleich in die Fluten stürzen. Denn da unten haben wir im letzten Part, ja, die nächste Titanenaufgabe freigeschaltet, so wie es scheint. Sion wollte schon nach dahin und wir schauen jetzt mal, was da los ist. Was machst du hier? Was ist das? Beim östlichen Stausee kann man eine Säule aus Licht sehen. Hat der Kataklysmus sie etwa stehen lassen? Nee, das waren wir. Also. Schauen wir mal, wie wir jetzt mit dieser Lichtsäule hier auf die Insel kommen sollen. Das ist mir immer nicht so ganz klar. Muss aber ja eigentlich irgendwie gehen, denn wir müssen definitiv nach oben. Von da kommt der ganze Schlamm her. Und ich glaube, schau mal, da unten ist Sidon schon. Wartet hier auf diesem Felsvorsprung. Oder auf diesem Ruinenteilchen. Hey Sidon! So, also gelingt es uns, in den Himmel emporzusteigen. Hm? Jetzt los. Was war das? Was ist gerade eben auch? Ach, nicht wichtig. Keine Zeit, dem Gespenst nachzugehen. Wir sollten erstmal ergründen, woher dieses Licht kommt. Ja, halte ich für eine gute Idee. Oh, ich habe eine Idee. Absolut recht. Unten am Boden ist ein Eingang zu sehen. Ich bahne dir den Weg. Rein mit dir, Link. Ein Eingang am Boden? Okay. Lassen Sie mal kurz wieder die Zora-Rüstung anlegen. Ich war zwischen dem und dem letzten Part ein bisschen erkunden und habe daher die Kälteausrüstung an. Okay, wir haben es gar nicht gebraucht. Ja gut. Okay. Ich dachte eigentlich, es geht nach oben, nicht nach unten, aber... Warum nicht? Okay, gut. Hier sind ganz schön viele Holzteilchen. Das ist eine Truhe. Die fischen wir doch gleich mal raus. Mal schauen, was da Cooles drin ist. Oh, ein Zora-Schwert. Nice. Erhöht bei Nässe die Angriffskraft. Sehr cool. Ah, da vorne ist irgendwas. Okay, das sieht alles sehr spannend aus hier. Das gefällt mir. I like that. Hier unten sind sicherlich keine Crocs versteckt, oder? Denke ich nicht. Nee, nur eine Ausdauerschrecke. Und das hier soll man wohl kaputt machen, hä? Huh? Ja dann. Nee, so rum. Ja gut. Wir können das natürlich auch mit einer Donnerblume machen. Ja, können wir. Ach so, das flutet jetzt den Raum hier. Okay, cool. Damit kommen wir jetzt hier hoch. Nice. So, ist hier noch Zeugs? Ja, ich weiß nicht, ob wir da überhaupt hochkommen, wenn es hier so nass ist. Ja, doch, das geht. Dann will ich mich da definitiv noch kurz umschauen. Wer weiß, was sie hier oben noch versteckt haben. Aber offenbar nichts. Ja, auch gut.
Was ist hier? Diese ganzen Felsvorsprünge sind immer ein bisschen suspekt. Könnte immer was versteckt sein. Ist gerade aber nicht so offenbar. Gut, auch nicht schlimm. Geht wohl hier nach vorne weiter. Da ist nämlich schon wieder dieses Licht. Antikes Zora-Heiligtum. Okay. Und auch hier werden wir wohl wieder die Wassermassen entfesseln müssen. Ich mache das jetzt einfach mit den Donnerblumen, die ich noch habe. Ich habe offcam ein paar gesammelt. Wusste nicht, dass wir die hier tatsächlich brauchen. Sonst hätte ich mehr gesammelt. Aber, hey. Besser ein paar wenige als gar keine, würde ich sagen. So, jetzt da oben, glaube ich, das nächste. Hm? Ich glaube, da können wir sogar reinlaufen. Da können wir unsere Steinwaffen benutzen. Müssen wir nicht die Donnerblumen für benutzen. Das geht dann einfacher und spart ein bisschen Ressourcen. Hm? Da ist noch eine Truhe. Komme ich an die so ran? Ja. Was haben wir hier Schönes? Willst du vielleicht aufgehen? Link! Danke. Ein Zora-Schild. Ja, davon haben wir leider schon viel zu viel. Aber ich schmeiß mal das hier weg. Das Rädchenschild. Ich habe versucht, ein besseres Skateboard zu basteln. Mit einem Sonau-Rad und einem Zora-Schild. Ja, sind wir einfach mal kurz etwas knapp und sagen, es hat nicht funktioniert. Nee, hier komme ich so nicht rauf. Da muss ich mir was basteln, nehme ich an. Hm? Ich glaube, wenn wir hier so ein paar von denen zusammenfügen, können wir uns da so eine Art Leiter bauen. So, ein bisschen näher ran und flupp. Dann noch den hier. Auch gleich hier hin. Wenn ich an den Stein, ans Brett bitte. So, das müsste eigentlich ausreichen. Okay, wir müssen es noch mal ein bisschen drehen. Das funktioniert irgendwie nicht so gut. Drehen an Ort und Stelle. Könnte etwas verbessert werden. Aber ansonsten mag ich die Fähigkeit. Ja, das dürfte klappen. Komme ich da noch durch? Ja, wunderbar. Und die Wassermassen fluten unser Gebiet hier. Und ach so, John ist fertig mit Wasser. Ja, gut. War ein bisschen zu hoch. Hätte gereicht mit nur den drei Planken. Aber gut, nicht so tragisch. Wir gehen hier nach links weiter, so wie es ausschaut. Lasst uns hier auch gleich mal noch einen von diesen Sportmedizintränken hier nehmen. Dann sind wir ein bisschen schneller unterwegs. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich Stufe 3 Sporttränke herstelle. Das ist mir noch nicht so ganz klar. Die werden natürlich um einiges besser. Muss ich mir dann noch kurz anschauen. Mache ich dann für den nächsten Part oder so mal. Zumindest für den nächsten Erkundungspart, würde ich sagen, hätte ich die schon gerne. Also, ist jetzt hier sonst noch irgendwo so ein Teil? Oder muss ich wirklich jetzt hier hoch? Ich meine, es kann schon sein. Es wäre auch möglich, dass wir die das Konstrukt, was wir da gebastelt haben, dass wir das mitnehmen sollten. Wäre denkbar. Ja, wobei, nee, kann eigentlich nicht sein. Dann kommen wir dann ja gar nicht mehr hoch. Ja, lass uns mal versuchen, einfach da rein zu fliegen. Wobei, ach so, hier ist eine Höhle. Die habe ich gar nicht gesehen. Da geht's irgendwie weiter rein. Dann machen wir das doch mal zuerst. Diesen schönen Algen oder Korallen oder was auch immer das sein sollen.
Okay, neuer Raubschleimtyp. Oh, ein Eisraubschleim. Okay, doch nicht so neu, wie ich dachte. Haben die auch eine Feuerschwäche wie die anderen Eismonster? Wahrscheinlich schon, oder? Ist schwer zu beurteilen, aber es hat auf jeden Fall gereicht, um ihn runterzuholen. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Oh, sind das Eisblumen? Oh, nice. Eisfrüchte. Was ist hier drin? Oh, ein Zora-Bogen. Diesen Bogen jagen die Zoras Fische. Keine besonders hohe Spannkraft, doch das besondere Metall, aus dem es besteht, macht ihn sehr beständig gegen Verschleiß. Finde ich gut. Haben wir jetzt also auch noch einen Zora-Bogen. Hübsch. So. Kommen wir jetzt hier von hinten an das Ventil quasi ran? Nein, das ist eine Höhle und hier ist tatsächlich ein Maoi. Ist nicht euer Ernst. Ist nicht wahr. Kann man hier später nochmal rein oder ist das wirklich ein Maoi, den man nur bekommt, wenn man jetzt hier während der Hauptmission das ordentlich macht? Das ist ja ultra gemein, wenn das so ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Hier muss man nachher nochmal rein können. Alles andere wäre ja ultra fies. Okay. So kommt man da nicht hoch. Es ist einfach alles super nass hier unten. Ist hier noch was? Außer diesem Flederbeißer hier. Oh ja, hier geht es scheinbar doch in ein so eine Art kleines Labyrinth rein. Also, und jetzt sind wir hier. Ach, okay. Das ist gar nicht so schlimm, dass wir da nicht hochgekommen sind, weil wir kommen hier sowieso durch. Okay, lass uns erstmal einfach immer links rumgehen. Und dann schauen wir später noch, was wir verpasst haben. Okay, da geht es jetzt noch weiter. Ja, hier waren wir schon. Okay, gut. Schleimchen und noch mehr Schleimchen. Also, was ist hier? Ein Schacht. Okay. Gehen wir mal weiter. Hier ist eine Sackgasse. Dann geht es eigentlich nur noch hier weiter. Okay. Das ist ein sehr verwirrendes Labyrinth hier. Weil ich habe das Gefühl, wir laufen hier nur im Kreis. Hier vorne waren wir, sind wir ja reingekommen. Weil irgendwo muss hier theoretisch nochmal ein... Oh, warte mal, kann ich hier irgendwas verschieben? Ah, da oben ist, glaube ich, so eine Art Truhe oder etwas. Okay, hier geht's nicht weiter. Definitiv nicht. Klettern kann ich hier doch bestimmt auch nicht, oder? Nee, das ist das Ding im Weg. Tricky. Wirklich tricky. Ich bin gerade echt leicht überfragt. Kann ich da sonst noch irgendwo lang? Es müsste ja theoretisch noch ein... so ein Wasserrohr geben, das weiter oben ist. Damit wir den Wasserstand nochmal erhöhen können. Alles andere macht ja keinen Sinn. Okay, komm schon... Ach, knapp daneben ist auch vorbei. Also ganz ehrlich, das mit der Nässe hier unten, das ist schon ein bisschen
ärgerlich. Aber macht natürlich Sinn, ansonsten könntest du einfach da hochklettern. Das will man ja auch verhindern. Ist hier denn sonst noch was? Ich meine, hier sind ganz viele von den Holzdingern. Ob wir uns damit was bauen sollen, damit wir da hochkommen? Das könnte natürlich sein. Ein bisschen höher. So. Es fehlt ja nicht viel und wir würden da hochkommen. Es könnte schon sein, dass wir hier was bauen sollen. Schauen wir mal. Also. Oh, was ist das hier? Achso. Ein Ruinenteil. Das schon, dass wir da hochkommen? So. Ja, doch, das könnte hinhauen. Ups. Weil wir müssen ja nicht ganz nach oben kommen. Das reicht, wenn uns das Ding ermöglicht, ein bisschen weiter hoch zu klettern. Also, dass wir nicht die komplette Strecke klettern müssen. Das würde ja eigentlich ausreichen. Oder wir kommen hier hin. Etwa so? Ja, vielleicht reicht das sogar schon. Ja. Nice. Okay. Sind wir hier oben und jetzt? Ah, ich glaube, jetzt wollen wir doch da hoch. Und das Rohr, was wir da unten gesehen haben, das ist nicht das Rohr, das große Rohr, was wir hier hatten. Also dann komm du mal zu mir. Mal andersrum drehen in dem Fall. Das muss weiter hoch. Ich frage mich halt, ob wir da einfach eine Art Brücke bauen sollen und gar nicht auf das Rohr groß achten müssen. Sondern quasi einfach vors Rohr uns platzieren mit dieser Brücke, die wir hier basteln können. Fällt runter. Das fällt runter. Ich habe halt hier nichts, um das quasi zu beschweren. Ich kann höchstens... Ah, wobei, das ist eine dumme Idee, oder? Ja, wobei, wenn wir jetzt noch ein zweites von diesen Pärchen hier quasi zusammensetzen... Willst du das jetzt da dran machen, bitte? Warum kann ich das nicht benutzen? So dämlich. So. Et voilà. Nehmen wir das hier gerade auch noch mit. Damit dürften wir jetzt eigentlich eine genug große Plattform haben, um nach diesem Rohr greifen zu können, das wir da oben vor der Nase hatten vorhin. Jetzt hier nur einmal richtig drehen. So.
Okay. Es hat, je länger das diese Dinger werden, desto unpraktischer sind sie zu handhaben. Okay, das klappt. Also, jetzt können wir hier wieder hoch. Und dann bastle ich das einfach da vorne dran. Dann muss ein bisschen weiter weg. Mal drehen. Ne, andere Seite. So. Nein, andersrum. So. Und jetzt aber noch befestigen. Ja. So habe ich mir das vorgestellt. Und hier ist nur eine Truhe? Really? Ah, aber ja, hier hinten wäre definitiv das, was wir suchen. Frage ist, wie komme ich hier hin? Da gibt es nur diese Öffnung von unten. Ich kann hier nicht irgendwie mit einer Blume oder sowas durchschießen. Nein, natürlich nicht. Ja, nur den Stein da bewegen. Wenn ich den jetzt hier aus genügend Höhe fallen lasse, passiert da was? Nein. Aber ich muss dann definitiv in dem Fall nach da unten und von da unten hoch. Aber wie? Ich meine, klar, das ist das Rohr hier, wo wir rein sollen. Das ist schon klar. Aber wie komme ich denn da nach oben? Sehe ich gerade nicht. Wir müssen da hochkommen, aber wie denn? Das kann ja auch nicht die Lösung. Ach, ich bin ein Trottel. Mei, bin ich bescheuert. Ja, ihr könnt aufhören, den Bildschirm anzuschreien. Ich bin ein Vollidiot. Aha! So offensichtlich. Wir haben einen Deckensprung, falls ihr es noch nicht wusstet. Meine Güte, wie los kann man sein? Oh je. Gut. Jetzt geht er sogar noch weiter hoch. Ich habe gedacht, dass ich da eigentlich fast schon schwimme. Tue ich aber gar nicht. Dementsprechend ist es kein Problem, da den Deckensprung zu benutzen. Na dann. Mit diesem kleinen Rätsel. Ab ins Licht. Sehen, was uns da erwartet. Bin echt gespannt. Bringt uns das jetzt irgendwie nach oben, oder? Oh, hier ist eine Vorrichtung. Wasserfall hoch.
Clever. Ja, dann. Ein Wasserfall. Es strömt nur so vom Himmel herab. Link, was ist nur geschehen? Warst du das etwa? Ich glaube schon. Oh, du hast also eine mysteriöse Apparatur in den Ruinen wieder in Kraft gesetzt. Damit ein Wasserfall zu fließen. Ah, hey, mir geht ein Licht auf. Für uns Suchers ist ein Wasserfall doch nicht viel mehr als eine Brücke von unten nach oben. Das also war mit Wasserbrücke gemeint. Eine Brücke aus Wasser. Ja, du bist ein Blitzmerker. Wenn wir diesen Wasserfall erklimmen, gelangen wir hoch in den Himmel. Link, du bist einfach spitze. Ja, danke. Kannst hören zu, aufhören zu grinsen. Ja. Schon wieder. Es ist bloß wie eine Stimme, ob sie mich ruft. Sie hat literally gesagt, komm zu mir. Also ich würde sagen, ja. Na, ist auch nicht so wichtig. Nun, da der Weg sich offenbart hat, sollten wir rasch weitergehen. Mit deiner Zora-Rüstung kannst du genau wie ich den Wasserfall hochschwimmen. Dann los, Link. Na dann. Auf geht's. Ein bisschen dreckig das Wasser, aber hey. Soll uns nicht aufhalten. Ganz schön hoch. Insel der sprudelnden Wasser. Quellen von Ranel. Himmel. Also ich hoffe jetzt aber, wir haben die Möglichkeit, hier dieses Wasser zu säubern. Und wir müssen wohl nach ganz da oben. Okay. Was sind das hier für Kugeln? Oh. Die platzen. Was ist das für eine Gravity? What the hell? Ist er wie auf dem Mond hier? Kann ich die benutzen? Ja, ich kann die verschieben. So, und dann kann ich mit denen hier... Das sind dann quasi wie Zeitbomben. Oder ich kann sie direkt in den Schlamm schmeißen, dann gehen sie direkt kaputt. Und kann damit hier Zeug säubern, ohne dass ich Wasserfrüchte dafür brauche. Das könnte praktisch werden. Beta-Krieger-Breitschwert. Nehmen wir mit. So, Sidon. Was sagst du dazu? Ist alles sehr mysteriös hier. Einfach erstaunlich. Welch mysteriösen Ort wir hier doch sind. Mein Körper fühlt sich leicht an, schwerelos wie ein Seerosenblatt auf dem Wasserspiegel. Doch keine Zeit zu staunen. Wir sind hier, um den Ursprung des Schlamms zu finden und es aus der Welt zu schaffen. Keine Müdigkeit vorschützen, Link. Wir zahlen uns auf und setzen dem giftigen Fluss ein Ende. Finde ich gut, bin ich dabei. Vielleicht kann jetzt hier nicht so einen Wasserfall reinigen, oder? Oder doch? Naja, nicht. Okay, wo können wir denn sonst noch durch hier? Da unten ist noch eine Insel. Jetzt sollen wir zuerst dahin. Schauen wir mal. Aber wisst ihr was, Leute? Ich habe das Gefühl, dass wir das am besten im nächsten Part machen und uns hier dann in aller Ruhe umschauen. Denn wir sind schon wieder 30 Minuten im Part. Ich will es nicht überziehen. Wir erkunden im nächsten Part hier diese Quelleninsel und ich freue mich schon riesig drauf. Seid dabei und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.